Hallo und auch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Dragon Quest Builders. Ich nehme hier gerade eben alles schön hintereinander auf, ich ehrlich gesagt froh sein kann. Ich habe fast kein Essen mehr, ich kann hier überhaupt drin gar nichts machen. Ich kann bloß, glaube ich, noch eine einzige... Verdammter Scheiße, ich will dieses Buch schon wieder nicht lesen! Gleich werde ich dieses Buch zerstören! Nein, 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 nein. Ich wollte jetzt noch eine Sache machen. Und zwar noch ein Werkzeug. Das letzte Mal haben wir ein bisschen gesammelt gehabt, Werkzeuge, und haben auch gesehen gehabt, was alles passiert. Was nicht so gerade schön war. Wir wurden eigentlich gefühlt hast vollständig ausgelöscht. Ah, na gut. Wir müssen halt mit allem jetzt umgehen können, was wir können. Das letzte Mal haben wir auch hier einen fetten Riesen beschworen, der... Der Abgang nicht. Ich hab ein Eisenschwert! Ich mach mehr Schaden als du! Schlickstein. Okay. Ich kann eine Gleichheit, wie gesagt, eine Abenteuerausrüstung machen. Bin ich auch dazu fast in der Lage. Mir fehlt bloß noch eine Sache hier. Und das sind diese Schleim und Seile. Mir fehlen jetzt bloß noch die Seile. Und die muss ich jetzt erstmal aufschreiben, indem ich halt wieder suche. Oh Mann, ey. Aber jetzt erstmal weiter die Gegend heilen. Das letzte Mal kam mir ein riesenfetter Treue und jetzt ist er weg. Das regt mich auf. Ich wollte gegen ihn kämpfen. Um ehrlich zu sein, ja, weil der hat immer so gute Sachen gegeben, irgendwie immer. Aber jetzt ist er abgehauen. Das ist schon scheiße. Wo zum Teufel finden wir jetzt das, was ich eigentlich noch suche? Dein vielleicht? Dein ist schon wieder so ein fettes Gesicht. Und hier hinten ist auch ein Lager, so wie es aussieht. Ich bin da mal weg. Goodbye. Ich werde mich nie wieder hierhin trauen. Ihr werdet mich nie wiedersehen. Na ciao und schönen Tag euch noch. Oh Mann. Also heißt das rein theoretisch, ich muss jetzt halt erstmal wieder richtig schön sammeln. Passt sehr gut. Oh, es tut alles weh, es tut alles weh ohne Rüstung. Und bin dead. Deine Stunde hat noch nicht geschlagen. Das, was du verloren hast, lässt sich an deinem Ort, an dem du gefallen bist, noch bergen. Komm, mein Kind, erhebe dich. Manchmal bin ich mir echt zu fein dafür, irgendetwas überhaupt hier zu machen, aber wir machen es jetzt mal anders. Ich wollte eigentlich nicht so weit gehen. Also, wie es aussieht, muss ich hier sammeln. Hallo? Seit wann kann das in der Luft hängen? Das ist ja übelst beschissen. Na gut. Mist. Geschafft. Ein zweiteres ab. Ich hasse so Sachen, die in der Luft hängen können. Sind einfach so bloß beschissen. Dass ich überhaupt mich daran festhalten kann, ist noch seltsam. Komm schon. Komm schon, Keks. Ich glaube, das wird wohl nichts. Es wird wohl überhaupt rein gar nichts. Oder? Ich hoffe mal, das reicht. Ich kann hier aber nichts daraus bauen. Gut, dann gehen wir jetzt wirklich zurück. Ich würde sagen, die Hantel lassen wir hier zurück. Ich und Hantel, das ist halt, wie gesagt, so nicht notwendig.
Nicht notwendig. Ernsthaft? Was ist ein bisschen von Spaßweise manchmal. Na gut. Da sind jedenfalls die Trümmer der alten Burg. Das ist jedenfalls sehr, sehr interessant. Ich hoffe irgendwann, dass wir das noch wegbekommen, damit ich diese Sorge nicht mehr habe. Das hoffe ich sehr. Ich weiß, dass wir jetzt noch Teile haben und jetzt werde ich mir ordentlich Ausrüstung mal machen. Gut. So, ich bin jetzt wieder da. Musste mich kurz muten. So, 10 Seile habe ich jetzt. Mit den 10 Seilen könnte ich ja an den Ding rangehen. Wenn ich jetzt Pokémon herstellen. Und ein Schildi? So wie ein Rüsti herstellen. Und mit diesen Gegenständen kann ich jetzt in den Krieg ziehen. Hoffentlich. Ist noch nicht alles, weil die Stufe, die danach kommt, ist Stahl. Das kann ich mir aber jetzt noch nicht leisten. Also nehmen wir mal die kleinstwertige Verfügbarkeit. So, ihr könnt jetzt alle mal herkommen. Ihr könnt mich alle mal dort, wo ich kreuzweise bin. Weil ich werde euch vernichten. Eigenhändig. Kann es vielleicht sein, wenn ich hier zu viel einsetze, dass da so etwas dann rauskommt? Das wäre schon jedenfalls interessant zu wissen. Weil der ist ja einfach bloß hier gespawnt, das war schon doof. So, und wo ist das Ding, was mich das letzte Mal getötet hat? Ist nicht mehr da, doof. Jetzt sind bloß noch die ganzen Slime hier. Ja, du weg da mal. So, hier die Gegend wieder. Ein bisschen aufleben lassen. Damit wir wirklich auch alle Ressourcen ein bisschen erhalten können wieder. Aber ohne Essen wird schwer. So, Bäume habe ich jetzt wieder ein bisschen. Jetzt brauche ich bloß ein bisschen Erde. Weil wir müssen jetzt auf diesen riesen Knotenball drauf. Das wird nervig werden. Kann es vielleicht sein, als ich die ganzen hier besiegt hatte, dass der rausgekommen ist? Hervorgekommen ist? Das ist ja gut. Ja, die spawnen hier wie irre. Wie Sand am Meer. So, das war jetzt damit mit der Brigade. Das wäre halt schon mal gut zu wissen, was ich hier. Was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel was hier. Wenn es irgendwie etwas Schlimmes hier wieder passiert, so. So, alle sind jetzt, glaube ich, besiegt. Spawnt nichts. Das ist doof. Na gut, dann gehen wir mal hoch auf den Ball. So wollte ich nicht. Dann benutzen wir jetzt nochmal das heilige Wasser und rasieren dann diesen verdammten Ball weg. Meine Meinung nach. Heiliges Wasser nochmal ausprobieren. Ist das jetzt wirklich Stein oder? Scheint wohl.
Nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Alles muss vernichtet werden. Also ich glaube, so gute Farmtour hatten wir noch nie. Da haben wir jetzt aber schon mal die ganze Eisenausrüstung gefühlt schon. Und mir geht schon wieder schlecht. Und ich kann auch nichts davon aufheben. Schrecklich. Aber wahr. Na gut. Da einen Baum hin, hier einen Baum hin. Und nochmal hier einen Baum hin. So gut, dann könnten wir aber doch jetzt eigentlich etwas herstellen, oder? Bitte? Gnädig? Ja. Oh mein Gott, die Truhe, die ich brauche. Pack mir mal dahin, dahin und alles, was ich habe, kommt jetzt hier rein, bitte. Oh mein Gott, jetzt habe ich das schon mal bekommen, was ich haben wollte. Und wieder alles rein, was ich nicht brauche. Und fangen wir gleich mal wieder mit Runde 2 an, weil wir haben ja noch nicht sicherlich alle Sachen erreicht. Wir müssen aber trotzdem halt, wie gesagt, einiges noch säubern. Ja, trotzdem, das ist, glaube ich, für den Drachenfürsten jetzt richtig mies gelaufen mit dem Ganzen. Mann, ich habe schon wieder den falschen... Warum komme ich da immer ran? Warum? Und das war außerdem der falsche Tisch. Ich wollte hier dran und noch mal ein bisschen Segen abholen. Obwohl, nicht nur den Segen, ich wollte noch was anderes haben. Ich kann keinen Heilsalbe machen. Ich will auch nicht die ganzen Blumen jetzt hier wegmachen. Ich wollte sowieso noch was mitnehmen. So. Eine Milchblüte haben wir schon mal für den Kerl. Jetzt holen wir jetzt erstmal das alles wieder. Das alles, was geht, brauche ich wieder. Aber ist das ganz schön viel hier. Rein theoretisch, wenn ich will, könnte ich diesen gesamten Ball wegmachen, oder? Ist ja nur rein theoretisch. Und rein theoretisch würde heißen, ja. Gut, dann haben wir jetzt einen ganzen Ball weggefrühstückt. Die ganzen Materialien davon aufgenommen. Und können uns glücklich schätzen. Wir haben jetzt erstmal genügend Eisenstrom vorbereitet. So, das ganze Gebiet müsste jetzt hier gereinigt sein. Rein theoretisch. Jetzt wir bloß noch alles jetzt außen herum. Es macht so viel Spaß, so viel Wasser zu verteilen. Ich heil ein geweihtes Wasser. Ich beschwöre hier alles Dreckige weg. Und mache es wieder frisch. Frisch und genießbar. Ja, trotzdem, das mit dem Troll fand ich schon irgendwie ein bisschen seltsam, dass er auf einmal aufgetaucht ist und wieder weg. Mann, ich nehme ja schon wieder Gegenstände. Habe ich noch irgendetwas davon? Nö. Gut. So, was machen wir jetzt als erstes mal?
Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Gucken als erstmal, ob wir hier noch genügend Blüten jetzt einsammeln können, wegen Heilung. So, dann machen wir jetzt erstmal hier die ganze Umebenheit halt wieder weg. Das wird alles so schön werden, alles nach dem Maßstab wieder zu machen. Obwohl rein theoretisch könnten wir jetzt nochmal ein anderes Gebiet gehen und noch die letzten paar Sachen abholen. Das machen wir lieber als erstmal. Wir haben ja ein paar Sachen gefunden, dort würde ich gerne mal ein bisschen wissen, was wirklich da jetzt noch zu machen ist. Bevor ich jetzt noch irgendetwas anderes jetzt mache sozusagen. Wir haben jetzt erstmal noch die erste Welt noch nicht fertig. Wir können auch gleichzeitig nochmal Nahrung alles so holen. Weil die würden uns freiwillig, glaube ich, alles geben. Das wäre schon mal gut. Ohne Essen komme ich nicht weiter. Wir gebt es euch auf eurer Mission, Keks. Wird Tantigel zu neuem Leben erwachen? Oder kehrt ihr vielleicht auf der Suche nach Nahrung zu mir zurück? Wenn ihr die Sättigung Nebel kosten wollt, so teile ich gern euch. Kommt, mein Junge. Ihr braucht euch nicht zu zieren. Schützt nur die Lippen und schließt die Augen. Sättigung ist vollständig voll. Es ist vollbracht. Jetzt seid ihr bestens darauf vorbereitet, durch das blaue Portal zu reisen und euch nach Schloss Tantike zu begehen. Wenn ihr eure Pflicht jemals erfüllen wollt, müsst ihr das Licht an jenem Ort zurückbringen und den Wiederaufbau der Ruinen in Angriff nehmen. Das Weihwasser, das ihr gemacht habt, wird euch dabei eine große Hilfe sein. Gewiss leistet die Pflanze die Mineralien, die durch wieder im Leben erfüllt werden, euch gute Dienste bei der Wiederauferstellung. Nehmt den Altar des Seers mit euch, damit ihr auf eurer Reise weiter Flaschen der kostbaren Substanz herstellen könnt. Die Prinzessin und ich werden hierbei bleiben und auf eure triumphale Rückkehr warten. Sprecht bitte mit ihr, bevor ihr aufbrecht. Ja, wie schön. Leben brauche ich nicht. Leben ist was für ein Weicheier. Sagt er und hat keine einzige Waffe mit Lebensabzug. Falls ihr das kennt, irgendwie solche Waffen. Lebensraub, Lebensabzug. Vampirismus. Nennt man das Ganze noch? Es gibt halt sehr viele Namen für diese Fähigkeit, die ich wirklich echt gut finde. Eine Waffe, die Schaden macht und gleichzeitig euch heilt. Finde ich ehrlich gesagt echt geil. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Mann, ich will doch bloß wieder auf diesen Berg hoch. Lasst mich doch wieder mit dem Kleinen sprechen. Ja, komm her, mein Lieber. Ich geb dir ja dein Pflänzchen. Minuzi. Hui, die Blüten sind so weiß und die Blätter sind so grün. Diese Blume ist wirklich hübsch. Es muss Schleimfach herrlich ausgesehen haben, als die Welt mit ihren geschleckt war. Selbst. Keks erhält eine nostalgische Erinnerung. Wofür kriege ich Erinnerung? What the fuck? Nostalgische Erinnerung für was? Oh mein Gott, jetzt geht das schon wieder los mit den Erinnerungen. Ich sehe jetzt schon schwarz. Die Erinnerungen gehören in den Müll. Wenn ich schon heutzutage Erinnerungen haben. Nostalgische Erinnerung. Was passiert, wenn ich hier eigentlich das Weihwasser mache? Nichts. Gut zu wissen. So, meine guten Steine. Ihr müsst mich mal kurz durchlassen. Thank you. Ich habe hier Banner, die ich mitnehmen kann. Weißt du, die letzte Zufluchtsstätte von denen?
Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Du siehst stark aus. Du siehst stark aus und bist sowieso sieht stark. Sehr stark sogar. Oh mein Gott, jetzt habe ich jetzt erstmal Knochen kämpfen. Er hält Schlüssel. Schlüssel? Warum gibt es hier einen Schlüssel? Da ist ein Schloss. Aufschließen. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Da gibt es noch ein Schloss. Hier sind Gräber. Das ist aber auch noch ein Monster. Ich glaube, ich hätte mich doch heilen lassen sollen. Dann heißt es jetzt, dodge ein bisschen, geh nicht mehr. Warte mal. Du machst etwas, was ich nicht will. Und ich muss dich sehen können. Nein. Noch ein Schlüssel. Warum habt ihr alle so viele Schlüssel? Da hinten ist der nächste Gegner. Ich muss mir jetzt erstmal hochheilen. Und scheinbar wird es nicht mehr. Na gut. Dann heißt es dodgen. 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 Au! Noch ein Treffer! Nein, du machst mich nicht weg. Nur der Große darf. Au, dodgen. Dodgen. Nochmal ein Zellenschlüssel. Soll ich das jemals hier überleben? Und warum bin ich bloß so doof? Bemerkst du mich nicht? Doppelhieb hat er verpasst. Das war ungünstig. Das war wirklich richtig ungünstig. Ja, meine Stunde hat noch nicht geschlagen. Erhebe dich. Okay, das nächste Mal, wir nehmen uns irgendwie Heilung mit. Jetzt brauchen wir nicht, ich habe schon gut geklärt gehabt. Aber Schlüssel, warum? Ist da irgendwas versteckt, was da versteckt bleiben soll? Was ich niemals in die Hände bekommen soll? Das will ich mehr herausfinden. Au. Also dahin lohnt sich so, wie es aussieht. Haufenweise Banner, irgendwas versteckt da drin. Nehme ich gerne an. Nehme ich zu gerne an. Ich weiß nicht wieso, aber es hört sich gut an. Hier wird auch überhaupt nicht mehr auf der Karte markiert mit dem Quest, 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 Quest. Hm. Aber trotzdem irgendwo. Kann das hier vielleicht der Ort sein, wo das der Banner sein soll? Nee, das wäre doch viel zu dämlich, da drin das ganze Ding zu verstecken, oder? Naja, ich habe jedenfalls zwei Schlüssel, die ich einsetzen kann. Und das werde ich auch einsetzen. So, hier konnte man hin, da war ein Durchsicht, da kann ich aber nicht hin, das ist irgendein anderer Weg. Hier kann ich rein, indem ich nochmal aufschließe. Weil hier kann für Fleisch was sein. Au, tut weh. Okay, ich werde, glaube ich, meinen Tod dagegen treten. Jetzt hier bin ich gestorben. Mit all den Sachen. Ja, diese Doppelkämpfer hier. Hört auf mit euren Zwei-Schnitten-Technik. Warum mit Zwei-Schnitten-Technik ist scheiße? Das sieht jetzt hier sehr seltsam aus.
Da werde ich später entlang gehen. Ich habe hier noch einen Schlüssel, den ich einsetzen möchte, um diese. Sind das die damaligen Krieger, die gestorben sind? Kann gut sein. Och, ey, komm schon. Alle wart ihr weg und jetzt auf einmal sollt ihr da sein? Nicht euer Ernst, oder? Ich komme da nicht durch. Mit der aber schon mal sicherlich den Weg, wo es hingehen soll. Oh Mann, ey, wo bin ich bloß gelandet? In welcher Buchte? Da ist ein Brunnen. Hier ist ein Schlüsselloch. Und was hier hinten? Ein Weg. Hinsetzen. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Bücherregale sind hier. Alter, was ist das hier für ein Weg? Das Ding ist ja noch verwinkelter als alles andere. Oh mein Gott, ihr seid viel stärker. Oh mein Gott, ihr seid ja sowas von stark. Ja, bitte nicht zu viel heilen, bitte nicht zu viel heilen. Okay, haben Schlüssel wieder gedroppt. Oh mein Gott, da ist noch einer. Gut, dass wir bloß einen Schlag machen können. Au, 14 Schaden, das ist halt schmerzhaft. Nein, 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 nicht so viel heilen. Okay, das habe ich jetzt nicht geahnt, dass da so etwas ist. Ich hatte nochmal so eine Struktur gesehen, also heißt es, ich kann dahinter auch gehen. Oh mein Gott. Ja, mach ruhig einen Schaden. Das ist eine Rüstung. Okay, wo bin ich hier? Das sind auch nochmal Rüstungsteile. Ach, ey, ihr Doppelschläger. Ich hasse dich langsam. Okay, du bist irgendein Fetti, den ich nicht besiegen kann, weil du viel zu stark bist. Kommt überhaupt der Hammer nicht ran? Weil ich halt sagen kann, ich kann auf Hammer 3 Schaden maximal. Wie lange soll dieser Kampf dauern? Okay, ich könnte es versuchen. Wird aber gefühlt nichts bringen. Okay, wenn es weiter so mit Kritz geht, wäre schon gut. So, du hast geschlagen, jetzt darf ich schlagen. Jetzt rennt gar nichts mehr. Jetzt darf ich wieder schlagen. Jetzt willst du schlagen. Jetzt darf ich wieder schlagen. Jetzt willst du gleich anschargen. Und immer so weiter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich dich hier vollendet bekomme, Alter. Das wäre heavy. Ich glaube, davor geht mein Hammer ja im Arsch. Oh mein Gott. So, er hat sich wiederholt. Nein, 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 nein. Oh, 17 Schaden. Das will ich nicht normal nehmen. Schaden, ich bin jetzt zu cocky.
Komm schon, schlag mich. So, jetzt wird er wieder chargen. Einfach bloß nicht zu viel machen. 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 Und tot. Egal wo ich da gelandet bin. Egal wo ich da wirklich gelandet bin. Der hat was versteckt. Ein Schatz irgendwie. Soll ich jetzt wirklich nochmal versuchen, da hinzugehen, obwohl ich gefühlt keine Chance hatte? Aber eigentlich richtig gegen ihn? Mein Schwert brauche ich nicht zu versuchen, der macht null Schaden. Das Einzige, was wirklich Schaden macht, ist mein Hammer und der ist fast im Arsch. So, ich werde noch einmal da hingehen, mal gucken, was ich halt, wie gesagt, alles nochmal in Erfahrung bringe. Vielleicht schaffe ich es irgendwie noch so, ihn da halt irgendwie zu besiegen, aber ohne Heilung komme ich da nicht gegen an. Und generell über ohne bessere Ausrüstung. Ich müsste halt irgendetwas haben, was sehr viel Schaden macht. Und dann droppt er eine legendäre Waffe. Das wäre heavy. Aber für den Anfang, man hat so wirklich ein Gebiet drin und dann da hinzugehen? Wow. Ja, trotzdem, ich würde gerne mal wissen, was ist hier zum Teufel passiert? Und wo zum Teufel war noch einmal diese Lücke, die ich im Bollwerk gefunden hatte? Die war hier. Nein, ich will das. Du machst mir ein bisschen zu viel Schaden, weißt du das? Mein Gott. Ich brauche wirklich so einen Hammer. Der wirklich mindestens so stark ist. Machst du einen Schlag bloß? Oh, da sehe ich schon Schaden wiederkommen. Ich habe da unten noch einen Bossfight, also bitte, um Gottes Willen. Macht jetzt nicht so viel Schaden hier. Öffnen, hier hinten ist ein enorm fetter. Du müsstest doch eigentlich einfacher gehen. Als dein Verwandter da unten. Okay, 11 Schaden, wenn ich mal irgendwie an ihn rankomme. Also heißt es, du müsstest auch sehr viel Schaden machen. Wenn ich jetzt sehen darf. Und das will ich bloß nicht herausfinden. Oh, ich komme nicht nah ran, ich komme nicht nah ran, ich komme nicht nah ran. Lass mich mal bitte da ran. Ich will nicht nur Hammer kämpfen. Nochmal kurz ausgewichen. Und nochmal irgendwie vermöbeln. Jetzt schlägt er. Und wieder zurück. Und vermöbeln. Oh, scheiße, nicht getrunken. Schnaps gesoffen. So, jetzt müsste ich die Truhe öffnen können, richtig? Ich erhalte ein Schild. Flug? Ein gehörnter Schild ausgeführt. Schild. Unfallvolle Aura. Wieso bin ich jetzt verflucht? Was um Gottes Willen habe ich jetzt hier gemacht? Warum bin ich zum Teufel jetzt verflucht? Was habe ich gemacht? Warum bin ich jetzt verflucht?
Gibt es hier vielleicht noch so, sonst irgend so einen Ort, wo ich aufbrechen kann? Nö. Bloß, ich kann hier runtergehen. Ich habe Angst. Jetzt heißt es, ich bin verflucht. Was soll denn das jetzt heißen? Kann ich mich heilen irgendwie so? Nichts geschieht. Das letzte Mal bin ich hier reingegangen und... Gibt es hier vielleicht noch irgendeinen Ort? Hier war ich auch noch nicht zu Ende geguckt, das weiß ich. Solange sie sich nicht interessieren, kann ich sagen, halt wie gesagt, so okay. Ist alles okay. Da interessiert sich jemand für mich. Muss weg. Interessant, muss weg. Okay, das ist jetzt heavy. Drei, vier Schaden. Was ist das hier für ein Kampf, bitte sehr? Ring der Treffsicherheit? Warte mal. Ausrüstung. Erhöht die Häufigkeit von Crits. Nehme ich gerne an. Oh verdammt, das war schlecht. Das war übel schlecht. Was ist das denn für ein Ring? Der ist ja OP. Gottes OP-Waffe. Es gibt eine Sache, die ich jetzt dringend machen muss. Ich muss so schnell wie möglich Heilung und halt, wie gesagt, das Ganze machen. Tja. Ich hoffe, dass ich irgendwie noch heil irgendwie da oben ankomme wieder. Ohne zu sterben, das wäre jetzt übel scheiße. Ja, tja, das wäre auch meine Schuld. Wenn das jetzt mal passieren würde. Ja, trotzdem, hier gibt's noch irgendwie so ein Gebiet, was man erkunden kann. Trotzdem, jetzt bin ich verflucht. Da drin ist noch ein Turm mit einem von denen. Bedeutet, es gibt hier irgendwo noch einen Ort, wo ich durchgehen kann. Ich werde, glaube ich, nicht irgendwie heil im Dorf ankommen. 5. 4. 3. 2. Eins. I'm so dead. Goodbye. Oh mein Gott! Alles doof gelaufen. Ja, erhebe dich, mein Kind. So, gut, dann würde ich jetzt meinen, das war's jetzt erstmal von der heutigen Folge von Dragon Quest Builders. Das nächste Mal gehen wir weiter in diesem Tempel entlang, weil mir ist so scheißegal, egal was ich für eine Ausrüstung habe, ich werde das ganze Ding durchmachen. Gut, dann ciao und schönen Tag euch noch.